Keiner von diesen Eltern sind wieder aus dem Gazett zurückgekommen. Die Kinder selbst, die gerettet wurden, waren natürlich vollkommen traumatisiert. Sie waren zum ersten Mal, es waren ja wohlbehütete Kinder, in diesen jüdischen Familien ist es ja üblich gewesen, die Kinder waren immer zu Hause, waren wohlbehütet von den Eltern. Waren noch nie getrennt von ihren Familien, waren zum ersten Mal noch zu einem fremden Land, deren Sprache sprechen, waren völlig hilflos und voller Sorge um das Schicksal ihrer Eltern und auch Geschwister, die zurückgeblieben sind. Und es war also meine Aufgabe, als ich nach England kam, und das Austrian Center wurde dann durch das Council of Austrians gegründet, und da haben sich wieder sehr hervorragende Leute der anglikanischen Kirche bemüht. Die haben uns drei Häuser, die eigentlich für Abbruch vorgesehen waren, um neue Wohnhäuser dorthin zu bauen. Das waren früher Bürohäuser, drei Bürohäuser, haben uns diese Häuser überlassen auf Kriegsdauer. Und wir haben also in einem Haus, haben wir dann für die Jugend sozusagen verwendet. Ein Haus war Theater, Leseraum, Bibliothek. Und der dritte Raum war Restaurant und Gesellschaftsraum und Büros. Und also es waren nach den Berichten auch dieses Buches, nach der Forschung nach, hat es gegeben in England zum Zeitpunkt bevor Ausbruch des Krieges, also bis 1939, 30.000 Österreicher, davon 10% Juden, 90% Juden, 10% waren politische Flüchtlinge und Intellektuelle, also Künstler und sonstige Wissenschaftler, die einfach nicht unter Hitler leben wollten oder gefährdet waren, deshalb auch in die Emigration gingen. Jetzt als ich nach England kam, traf ich dort meinen Freund, der auch bei der Roten Falke oder Falkführer war. Wir beide haben eine Gruppe geleitet, den Favoriten. Er hat eine Gruppe geleitet, ich hatte eine andere Gruppe geleitet und wir kannten uns. Und wir beide waren auch später im illegalen kommunistischen Jugendband in der Widerstandsbewegung. Und da trafen wir uns und haben sofort beschlossen, wir müssen irgendwas machen und wir werden die Jugend einladen und mit denen eine Jugendgruppe mal gründen, Jugendclub im Austrian Center. Aus dem Jugendclub ist natürlich eine riesige Organisation geworden. In kurzer Zeit waren so viele Anmeldungen da, dass wir 6 Gruppen in London allein hatten und in fast allen großen Städten gab es dann Jugendgruppen. Ich brauche eine Unterlage, um es genauer zu sagen. Im Jahr 1939 hatten wir also einen Mitgliederstand von 20, das war die Jugendgruppe in London, die also sprunghaft angewachsen ist. 1943 waren es bereits 1300 und letztendlich hatten wir dann 1500 Mitglieder. Und viele durch unsere Kontakte, Gruppen sind auch entstanden in Amerika, in Australien, in Kanada und auch in Palästina. Das ist damals der britische Mandat. Wir hatten Gruppen in London, in Manchester, in Liverpool, in Glasgow, in Leeds, in York, in Oxford, in Reading, in Truro, in Newcastle, in Nottingham, in Kitchener Camp, in Birmingham, in Leicester, in Cambridge und in Cheltenham. Also eine Unmenge. Und wir hatten dann eine Konferenz einberufen für all diese Gruppen. Und dann wurde Otto Prichacek, der sich Fritz Walter nannte, weil seine Familie in Österreich war, er war ja kein jüdischer Flüchtling, er war ein politischer Flüchtling, es war die Gefahr, dass sonst dass seine Familie gefährdet gewesen wäre. Und nachdem er sich Fritz Walter genannt hat und wir nicht zwei Fritz wollten, hatte ich mich damals dann Hans genannt, weil also in allen Materialien unter Hans Probst war wahrscheinlich auf. In den Archiv, aber ich bin natürlich der Fritz Probst und so. Ich war es natürlich. Wir haben, also für uns war es wichtig und für die Jugend war es wichtig.
dass sie zunächst einmal, um von ihrem Trauma loszukommen, wieder irgendeinen Rückhalt finden. Und diese Jugendgruppe war dieser Rückhalt. Wenn Menschen, die in einem Trauma sind, sie in einer Gruppe zusammen sind und wir haben am Anfang haben wir gesagt, jeder erzählt sein Schicksal. Und so hat jeder über sich gesprochen und es hat sehr geholfen, dieses Trauma irgendwie doch zu bewältigen. Jeder hat erzählt, was ihm passiert ist und wie. Und der eine hat gesagt, ja, ich weiß ja überhaupt nicht, warum bin ich aus der Schule rausgeflogen. Ich habe nichts gemacht. Ich war sogar einer der besten Schüler. Und warum hat mein bester Freund plötzlich mit mir aufgehört zu sprechen? Und die haben das alles nicht verstanden. Sie haben sich ja nie um die Politik gekümmert. Und sie waren einfach sprachlos und hilflos und viele haben natürlich geweint. Und leider ist es auch passiert, dass ein Kind aus einem Hochhaus auf jeden Stock gesprungen ist und tot war. Ja, also wir haben damit den Kindern sehr viel geholfen. Sie haben eine neue Gemeinschaft gefunden, sind mit anderen Kindern zusammengekommen, haben Freunde gefunden. Und dann haben wir gesagt, wir hatten einen Burschen, der sehr gut Englisch kannte aus der Pfadfinderbewegung, also aus der christlichen Emigration, wir hatten alle nur anfangs auch nur selbst, ich habe den zwar in der Schule Englisch gelernt, zwei Jahre, ich war in der Realschule, aber das, was man in der Schule lernt, ist ja nicht das Perfekte, mein perfektes Volk. Aber der hat sehr gut gesprochen und den haben wir zum Sprecher gemacht, wenn wir dann englische Jugendclubs besucht haben. Und da wurden wir so oft eingeladen von englischen Jugendclubs, die wollten eben auch mithelfen, die Traumatisierung der Jugend zu beseitigen und mit englischen Kindern zusammenzukommen. Und das hat auch wirklich geholfen. Und die Engländer haben natürlich eine ganz andere Art von Heimabende wie wir. Da gibt es so Spiele, da werden am Anfang bekommt Karten ausgeteilt, jeder kriegt eine Karte. Und da waren zwei Packeln, sagen wir. So hat jeder, also hat es zwei gegeben, die Herzass hatten. Und so wurden die Leute, die also ein Herzass hatten, wurden dann zusammengekommen. Da war immer ein Bursch mit einem englischen Mensch dabei oder ein österreichisches Mensch oder ein englischer Bursch. Das haben die so raffiniert gemacht. Und dann wurden Tänze gemacht, also ich weiß nicht, ob euch bekannt ist, der Lambeth Walk, ne? Das ist ein typisch englischer Jugendtanz, da geht man so im Kreis und da spielt man da und wenn die aufhört, muss man mit Händen aufeinander stoßen und das hat die Jugend hat sich dann irgendwie amüsiert und das war dann, es ist eine Stimmung aufgekommen und man hat ein bisschen vergessen, dass was passiert ist und so ist die Jugend wirklich aus ihrem Trauma herausgekommen. Wir sind keine Ärzte und keine Psychologen, aber wir haben doch mit Hilfe dieser Jugendarbeit der Jugend das Beste gemacht, was wir machen konnten. Und am Schluss war es so, dass wir den Jugendlichen gesagt haben, Kinder, ihr seid nicht verjagt worden, weil ihr Juden seid. Ihr seid verjagt worden, weil ihr Juden seid, weil diese Partei eben irgendwelchen Prügelknaben braucht. Aber ihr seid Österreicher, ihr seid in erster Linie Österreicher. Jüdisch ist eure Religion, aber ihr seid Österreicher. Und daher habt ihr das Recht, wieder nach Österreich zurückzukehren. Und es war ein Unrecht, das man euch verjagt hat. Und wir werden kämpfen dafür, dass Österreich wieder frei wird. Und wir haben ihnen damit eine Aufgabe gegeben, ein Ziel gegeben, eine Perspektive gegeben, ein Kampf um ein freies Österreich. Und so haben diese Jugendlichen gemeinsam mit uns erzählt, in den englischen Clubs über Österreich, wie es in Österreich war, was sie dann so besonders an Österreich gefallen hat. Viele englische Jugendlichen hatten den Begriff Österreich ja gar nicht so genau gewusst, wo Österreich ist. Die haben das mit Australien verglichen. Austria ist Australier. Ne? Ich habe gesagt, nein, das ist nicht Australien, das ist Mitteleuropa. Das ist zwischen Italien, Schweiz und Deutschland. Ein eigenes Land ist nicht Deutschland.